Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Minecraft After Humans mit Schweinchen Pink. Ja, wir haben ja hier die Höhle ausgehoben für unsere Schmiede und die wollten wir jetzt in der Folge bauen. Und ich denke mal, damit werden wir jetzt anfangen. Wir werden uns mal hier ein paar Steinchen machen. Ein. 16. Gut, ich habe gerade gedacht, kann nicht sein. So, wir machen erstmal eine ganz kleine Schmiede. Das soll nicht aufregend sein. Einfach nur, dass wir uns schon mal Werkzeug bauen können. Auch noch mehr. Toll. Ein bisschen sparsam sein, damit wir hier nicht zu viel Material verballern, weil wir müssen ja. Müsste dann auch reichen. Locker. So, wir brauchen erstmal das Ding hier. So. Dann brauchen wir das. Das ist der Schmelzeingang. Dann braucht man das Ding. Genau. Ich weiß nicht, wie die anderen Sachen gebaut werden. Haben wir da zufällig hier im Buch drin? Yay, Feuerwehr! Genau, der Tank. Wie wird denn der getankt? So, die Sachen wusste ich noch. Ah, wir brauchen Glas. Ah, ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Glas machen. Das war später mal. So eine Blöcke nehmen können. Gut, ist jetzt noch nicht wichtig, aber für spätere Sachen bestimmt nicht schlecht. Nein, mit denen kann ich jetzt keinen Ofen machen. Ah, das ist Diorit. Natürlich kann man damit nichts machen. Mit Marmor krieg ich auch keinen Ofen hin. Habe ich jetzt echt nicht bei, um Ofen zu machen? Marmor, Diorit, schwarzer Granit. Haben wir nicht bei, toll. Kann ich gleich zurückgehen, um zum Ofen zu gehen, um Glas zu machen. Na super. So, komm schon, schlaf hier. Ist da dunkel. Ey, wie dunkel soll es noch sein? Sollen die Monster hier erst neben mir stehen? Bevor ich schlafen kann? Ich nehme mal kurz das Eisen hier raus. So. Kann ich jetzt schlafen? Danke. Gut. Bisschen Sand hatten wir bei, ne? Nehmen wir uns mal hier noch ein Türchen mit. So, sollte erstmal reichen für Scheiben machen. Hier machen wir uns noch eine schöne kleine Brücke rüber. Müssen wir mal sehen, ob wir eine größere bauen oder ob eine kleine reicht. Irgendwas Schönes bauen wir uns da schon noch. So, falsche Tür. Hoffe, dass wir hier auch mal fertig werden mit dem ganzen Ding hier. Weizen ist fertig, dann können wir uns erstmal wieder ein Brot machen. Wir wollten auch die Presse bauen, ne? Für die Sojabohnen dahinter. Die müssen wir auch noch irgendwie machen. Oh, wie viel sind da fertig? Du bist auch fertig. So, ihr seid auch fertig. Sehr schön. Die können wir schon mal gleich rüberbringen. Die Bohnen haben wir. Töne. Naja, okay. Wird ja. Oh, die könnten wir gleich noch anpflanzen da, ne? Wir werden die gleich anpflanzen. Wir brauchen so viel davon später mal. Also gut ist, wenn wir davon ein bisschen mehr haben. So. Weizen wollte ich ja auch noch anpflanzen, aber wir brauchen zurzeit so viel zu essen. Lass uns das mal lieber mitnehmen und hier mal ganz kurz ein Brot machen. Sogar 4 Stück. So, hier kriegen wir ein paar Steine, das ist sehr schön. Vielleicht könnten wir die Schmiede doch noch ein bisschen größer bauen, als ich gedacht habe. So, das Glas reicht. Brot lasse ich da unten brennen, das brauchen wir jetzt eh noch nicht. Noch sind wir satt. Selber mehr. Okay.
Wie waren das jetzt wieder so? Und dann einmal rum? Ja, genau. So, dann brauchen wir einen Tisch. So, und dann ein Auffangbecken können wir auch gleich bauen. Wollen wir denn noch so einen Schmelzofen bauen? War denn der so, ne? Nee. So war der. Dieser Auslass. Den können wir nämlich gleich beide runterpacken. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Oh, machen wir mal so. Mal die ganzen Sachen hier weg. Wir wollen jetzt hier erstmal bauen. Das Schwert brauche ich jetzt auch gerade nicht. Ah, wir brauchen noch so einen Trichter. So einen Auslauf, so einen. Wie heißt denn das? Zapfhahn, genau. Wenn ich den so ransetze, passt das gut. So, dann brauchen wir einen Stein in der Mitte. Ja, du bist natürlich genau der richtige Stein, den ich haben wollte. Machen wir den Zapfhahn hier ran. Können wir hier unter den hinpacken und den können wir hier hinpacken. So, dich packen wir dahin und dich dahin. So, das würde funktionieren. So, dann können wir den vielleicht sogar noch ein höher machen. Das wäre super. Mal gucken, ob dafür die Steine reichen. Haben wir doch schon etwas größere Schmiede, als ich eigentlich dachte, dass wir die haben werden. Aber haben wir doch schon mal etwas größere Schmiede. Gut, wir brauchen Lava. Nun bin ich ehrlich, ich weiß gar nicht, wo hier Lava ist. Hey, wir haben eine Schmiede, aber keine Lava. Yay. Da gab es mal was, wo man mit Lava machen kann. Da konnte man Steine einschmelzen. Oder war hier irgendwo Lavafeld draußen sogar? Ah, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Sollte ich das Bett mitnehmen oder? Was sagst du denn? Wenn wir das Bett nicht mitnehmen, wenn wir draußen auf jeden Fall Probleme kriegen. Und wenn wir sterben, gut, dann müssen wir auch ganz schön weit laufen. Dann werden wir uns mal 3-4 Eimer mitnehmen. Machen wir mal Eimer. Machen wir 4 Eimer. Dann müssen wir genug Lava haben, auf jeden Fall für den ersten Anlauf. Und dann müssen wir jetzt erst mal sehen, wo wir überhaupt mal hier Lava finden. So, Brot nehmen wir mal mit. Machen wir was zu essen. Dann können wir hier mal ein paar Steine da lassen, die wir jetzt nicht unterwegs brauchen. Pilze können wir auch mal rinschmeißen, dass wir so eine Notreserve zu essen haben. Haben wir hier noch gebrannte Pilze? Nee, auch nicht. Auch noch roh. So, dann schmeißen wir die einfach mal rein. Hier haben wir noch irgendwie Muscheln. Die können hier bleiben. Das kann eigentlich auch hier bleiben. Das Glas, das lassen wir mal hier bei Erde und Sand und so was alles. Das brauchen wir jetzt auch nicht mitnehmen. So, eine Schippe haben wir. Nicht mehr allzu dolle ist. Brauchen wir aber theoretisch auch nicht. So. Die lassen wir auch erstmal hier, die brauchen wir auch nicht bei haben. Wir sollten aber das Schwert vielleicht in die Hand nehmen. Die Pilzis. 3 Pilzis, das reicht erstmal. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Lavafeld finden.
bin mir fast sicher, dass wir hier irgendwo drei zugänglichen Lavafeld hatten. Ach, hier sind nur die ganzen Bäume, die wir auch wegnehmen müssen. Wir gehen jetzt eigentlich nur schnurstracks in diese Richtung. Wichtig ist, dass wir nachher wieder nach Hause finden, ne? Hier hätten wir eine Höhle, die uns jetzt erstmal gar nichts weiter bringt. Ach, ich will die Rohstoffe nicht. Zumindest nicht die, die wir jetzt überhaupt noch gar nicht brauchen. Wir brauchen jetzt erstmal Lava. Da haben wir Wasser, das ist ja sehr schön. Ich bin der Meinung, wir hatten auch so eine Seen gehabt mit Lava. So, wenn ich mich recht erinnere, kann ich mir daraus einen Moosball machen. Deswegen nehme ich die jetzt hier einfach mal mit. Na, Kuh. Hat sie den Stein vom Hintern gerissen? So. Hinten habe ich auch noch was gesehen. Musterbruchstein, genau. Und daraus kann man doch bestimmt Moosball machen. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber dann haben wir das schon mal, weil wir brauchen nachher ja auch diese Kolben mit Moosball und was nicht alles. Dann können wir daraus irgendwie das zaubern. So. Ist jetzt nicht das, was wir unbedingt brauchen, aber wenn es schon mal da ist, ist es auch gut, wenn wir es in der Tasche haben. Oh. Haben wir einen riesen Block, auch schön. Aber keine Lava. So, und dann werden wir gleich schlafen gehen, bevor hier wieder Nacht ist, ne? Wir wollten in die Richtung gehen. Wie viele Blöcke haben wir? 53. Kann ich die jetzt so reinpacken und dann habe ich einen Moosball oder so? Ja, irgendwie geht das. Habe ich mal irgendwo gesehen. Und da haben wir wieder Wasser. Bringt uns jetzt nicht viel. Die ganze Zeit da auf die Karte, weil da sieht man dann die Lavaseen. Aber. Im direkten Umfeld ist wohl kein Lavafeld. Müssen wir wohl in eine Höhle gehen. Hier ist ein Ei, das können wir uns mal so gönnen. Nehmen wir einfach mal mit. Ah, hier sind wir wieder in so einem Pilzbiom. Wir müssen wohl tatsächlich in eine Höhle gehen. Anders werden wir nicht an Lava kommen, habe ich das Gefühl. Oder wir sind in die völlig verkehrte Richtung gegangen. Kann natürlich auch möglich sein. Aber es wird gerade dunkel und nachts sieht man diese Stellen ja doch ganz gut. Aber ich werde lieber schlafen gehen. Hinten haben wir wieder ein grünes Bio. Mal gucken, was da so existiert. Ups, da lang. Aber leider sehe ich kein Lavafeld. Nur Wasser. Wasser. Aber irgendwo auch schön hier. Vermutlich waren wir hier schon mal. Sogar. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, aber wir können zurückgehen, weil. Oh, da haben wir auch so ein komisches Ding. Mach mal so einen Bogen. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja auch was anderes Tolles. Oder ist ein Bärchen drin? Dem wollen wir nicht begegnen. Oh, Miezi. So, was haben wir denn da hinten? Da haben wir einen riesen Wald. Das Schöne ist, hier kann man wirklich mit Pferden reiten, weil wir haben gar nicht so große Klippen und so. Müssen nur sehen, dass wir über die Flüsse kommen immer.
Müssen wir uns vielleicht so eine kleine Brücke bauen. Was ist denn das für oder oben für Kästchen? Ah, da ist Lava. Ich habe Lava gefunden. Ja, wir müssen dann irgendwie sehen, dass wir das noch bei uns in der Nähe finden, weil jetzt immer da hinten hin zu so einem Labertümpel, das taugt wohl nicht. Weil ein bisschen Lava werden wir brauchen für unsere Schmiede. Und da sind wir ganz schön unterwegs, denn wenn wir immer hier hinten hin laufen, ein bisschen Lava. Aber wo haben wir denn den Lavatümpel? Da. Ja, auf jeden Fall ist genug Lava da. Noch viermal Lava haben wir. Ich pack die mal hier in Rucksack. Nicht, dass es mir da gleich irgendwo ausläuft. Was ist das? Achso, hier die Tinten. Fische. Aber es gibt doch ganz schöne Schluchten hier irgendwo. Möchte ich nicht rinfallen. Schöne Berge hier. Gefällt mir. Hier gibt es gar nichts. Eine voll öde Landschaft. Wäre schön, wenn wir hier was finden würden, aber hier gibt es so gar nichts weiter. Vielleicht so Iglos oder so. Wäre schön. Aber ich weiß nicht, ob es sie in der Version hier von Minecraft schon gab. Oder gibt oder geben wird. Keine Ahnung. Bei den neuen Versionen habe ich schon mal Iglos gefunden. Gut, dass wir was zu essen bei hatten. Weil Hunger kriegen wir auf jeden Fall immer unterwegs. Hier kommen wir direkt in die Berge rein. Wa? Oh, da ist ein richtiger Lavasee. Lavasee, Quatsch. Hier, Wasserfall mit Lava. Hm? Oh, hier überall. Irgendwo schön. Aber ich will da jetzt nicht rinfallen. Weil, wenn es möglich wäre. Weil dann sind unsere ganzen Sachen weg. Komm mal da jetzt mal hoch. Danke. Das ist dieses komische brennbare Zeug hier. So, die Lava da ja. Guck mal, hier haben wir das Zeug, das können wir mal mitnehmen. Luftstein. Wenn wir ihn schon hier finden, dann nehmen wir mit. So, das muss alle gerodet werden noch. Uff. Eieiei. Kommen wir von der Seite hier nicht runter, oder wie? Armer Wasserfall. Autsch. Vorsichtig, will nicht hier irgendwo landen und dann sämtliche Knochen brechen. Das wäre so das, was ich überhaupt nicht will. Ups, das können wir mitnehmen, oder? Bärgarten. Ja, nehmen wir mit. Auch mit. Was man hat, hat man. Haben wir hier schon was? Ein See? Okay. Ein kleiner Bär. Teddybärchen? Ja, ja, ja. Teddybärchen. Ein bisschen Zinn. Das können wir auch schon mal mitnehmen. Muss ja hier nicht liegen bleiben. Und dann müssen wir irgendwann mal hier zu Hause ankommen, oder? Oh, ganz viel Eisen. Das nehmen wir mit.
Eisenkies. Ups. Weil Eisen, das braucht man immer. Das lasse ich nie liegen. Da. Aber ich habe jetzt alle mitgenommen. So, wo ist denn unser Zuhause? Müsste jetzt mal langsam kommen hier so. Weil kann man schon wieder völlig verlaufen. Wir müssen doch nicht durch das Pilzbiom hier, ne? Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein, das muss hier irgendwo sein. Upsi, upsi, upsi. Da hinten, ne? Da lang. Da ist unser Fluss, möchte ich mal sagen. Na. Hier ist auch der Wald mit den ganzen Gummibäumen. Was war das für ein Geräusch? Ja, wir sind schon fast zu weit da oben. Müssen wir einen. So, nehmen wir auch noch mal mit. Unsere Felder sollen ja noch schön groß werden und ich möchte alles anpflanzen, was es hier gibt. Daher ist es wichtig, dass wir auch ganz viel Sachen mitnehmen. Nochmal Plätze in der Tasche haben wir, dann können wir mal gleich gucken, ob hier wieder was gewachsen ist oder ob wir da immer noch Pech haben mit. Ups, wo kommt denn der Baum? Ja. Hm. Komischer Baum. War da Mobbing gerade. Ach schön, das wächst alles schön nach. Hier haben wir schon wieder die nächste Sojabohne. Wunderbar. Können wir auch gleich einpflanzen. Dann haben wir das Feld bald fertig hier. Wie viel fehlen? 3 Stück fehlen noch. Weizen haben wir jetzt 8. Naja, läuft doch. Das läuft alles. Bin ich sehr zufrieden mit. So, aber die Folge ist auch schon wieder um. Dann mache ich hier nochmal ganz schnell ein Brot. So. Kann in der Zeit brennen, wo ich abmoderiere. Wo ist es denn? Da. Ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Ich würde mich freuen und dann wird unsere Schmiede wahrscheinlich auch bald fertig sein. Ganz große Kino hier. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.